Servus ihr Lieben, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und heiße euch recht herzlich willkommen hier wieder zurück zur nächsten Folge von Hillside Valley. Ja, wir sind wieder da in unserem kleinen, aber feinen Städtchen und werden heute hier bei der Forstindustrie ansetzen, was wir letztes Mal schon begonnen haben. Ja, wir haben ja hier, was ihr hier links seht, schon mal letztes Mal auf die Beine gestellt. Das heißt, wir haben da ein bisschen geguckt, dass wir die Bäume auch austauschen, ob das überhaupt möglich ist. Und siehe da, es war auf jeden Fall möglich und haben da jetzt eigentlich schon eine ziemlich coole Forstindustrie auf die Beine gestellt für das, dass wir halt ein bisschen rumprobiert haben. Jetzt haben wir hier so zwei Fabriken, ein paar Rohholzproduktionen und ja, da werde ich heute ansetzen und möchte das Ganze natürlich noch ein bisschen weiter ausbauen, jetzt mit dem Wissen, dass ich die Bäume natürlich abändern kann und vielleicht auch dann irgendwann mal die ganze Forstindustrie von den Bäumen her ausgetauscht habe. Ne, über den guten Bob der Meister können. Ja, genau. Und deswegen, ja, machen wir heute da ein bisschen weiter. Haben wir letztes Mal ja auch gesagt, dass wir hier nochmal ein bisschen ansetzen, ein bisschen Ortschaft auch noch reinbringen. Und die nächste Folge sind wir dann wieder in der Stadt sozusagen und bauen da ein bisschen die Innenstadt. Hier hinten sieht man die ja rechts ein wenig weiter, ja. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr eine Bewertung da lassen würdet für dieses Video, falls es euch gefallen sollte. Also schaut es euch gerne erstmal an, ne. Bevor ihr da irgendwas macht, könnt ihr es natürlich auch direkt machen, wenn ihr wisst und mir vertraut, dass wir hier natürlich qualitativ hochwertigen Content auf die Beine stellen. Sonst guckt euch erstmal das Video an und dann würde es mich natürlich freuen, wenn ihr da irgendwo Ideen habt, einfach dann mit in die Kommentare zu schreiben, einfach die Tasten drücken und gucken, dass wir da natürlich auch ein bisschen das Ganze auch zusammen aufbauen, ne? Weil ich übernehme sehr, sehr viel aus den Kommentaren und beachte auch sehr, sehr viele Sachen und schaue mir die Sachen auch an, ne? Wenn es so Tipps gibt. Und gewöhne mir das vielleicht dann auch so ein bisschen im Unterbewusstsein an, dass ich das öfters anwende dann, ne? Das ist ja immer so ein bisschen Gewöhnungssache, ne? Deswegen, ja, seid dann auf jeden Fall sehr, sehr gerne gesehen. Und was auch noch gerne gesehen ist, ist natürlich hier hoffentlich eine schöne Forstindustrie, wenn wir fertig sind, weil ich habe ja letztes Mal schon ein bisschen mit den Höhen Probleme gehabt und das wird wahrscheinlich dieses Mal auch weitergehen, ja? Weil es wird steiler, ne? Es wird steiler, wir haben ja hier praktisch über die Geländehöhen sieht man das. Guckt euch das einfach mal an, wie wir hier nach oben wandern. Hier oben ist es wieder ein bisschen flacher, ne? Merkt man ja auch. Ne? Hier sind wir wieder so ein bisschen auf der Ebene, aber bis dahin, ihr seht das. Ne? Packt die Ferngläser aus, ey. Das ist eine Weitsicht. Da müssen wir gucken, wie wir das Ganze unterbringen. Vor allem, weil ich da irgendwo eine Ortschaft noch mit reinbringen möchte. Das wird spaßig. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Es tut mir sehr leid. Ich habe jetzt schon Angst. Aber wir machen auf jeden Fall, wie gesagt, wir setzen bei der Forstindustrie an. Und dann gucken wir mal, wie das Ganze vonstatten geht, ja. Wir gucken, wie wir das hier machen. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen Wald hier auf die Beine stellen. Ich überlege gerade, wie wir das am besten hinkriegen könnten. Ich muss das mal hier mitmachen. Das, ja, wir gehen hier. Ah, ihr seht schon, die Bäume sind ausgetauscht. Das kann man so ein bisschen ineinander reinsetzen, ne? Gerade wenn man eine Anarchie-Mod hat, passt das ganz gut. Würde jetzt, ach so, ja, im Endeffekt könnte man jetzt auch sagen, zum Beispiel machen hier die Erlen, sieht das so ganz gut aus, wenn sich das vermischt. Ah, es ist ja mal ein bisschen schwierig, ne, ich glaube mit Abstand ist es besser. Die Erlen haben wir ja auch schon ausgetauscht, was wir noch nicht ausgetauscht haben, sind die Buchen, ja, die Buchen, da könnte man eigentlich mit Bobby mal kurz drüber gehen. Dann haben wir das soweit für dieses Ding schon mal durch. Da können wir... Das Fenster ist halt aber auch immer echt mega groß. Ne? wir schauen mal. So, genau. Wir haben es sogar hier. Wir werden hier mal kurz das austauschen. Oh, wir könnten eigentlich auch so ein kleines Set machen. Auch bei denen hier, das haben wir aber hier in dem Stil schon, ne? Ah ne, das haben wir nur im Ding. Okay, das könnten wir eigentlich auch machen, ne? Was ist jetzt hier mit? Jetzt haben wir hier zwei Büsche noch drin. Jetzt wird's aber kriminell. Ja gut, dann machen wir hier die Hecke rein, so. Damit es halt farblich einfach ein bisschen abgestimmt ist. So, das passt jetzt natürlich nicht mehr zueinander, sind wir ehrlich. Ich wollte es aber einfach mal ausgetauscht haben, wir machen das so. Na? Es ist natürlich viel zu viel, aber das Gute ist halt hierbei, die passen sich halt so ein bisschen an, na, vom Gelände her, anders wie die Fabriken, da wird es ganz speziell. Ich weiß noch nicht, wie jemand das machen soll, hier hinten vielleicht. Wir brauchen natürlich viel, viel mehr Fabriken, weil sonst haut es nicht hin. Gut, die gehen jetzt erstmal in den Export. Ich lasse das einfach mal so laufen. Ja, letztes Mal habe ich ein bisschen pausiert, aber ich lasse das mal so laufen.
Dann können die halt in den Export gehen. Ist ja nicht so schlimm, weil wir werden erstmal viel zu viel Ware dafür haben. Ganzen Tools wieder einstellen. Wichtig, wenn ich schon mal dran denke, aber wenn wir es jetzt hier nicht brauchen, machen wir das mal so. So. Dann machen wir hier den Feldweg rein. Und dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Uiuiui. Das ist noch auf jeden Fall Stufe 2. Das hat sich auf jeden Fall so angehört. Na, genau, wir können jetzt, das ist halt... Ich wünsche mir da echt eine Option, wirklich. Na, guck mal, da haben wir die kleinen Bäume. Das ist jetzt natürlich hier schon ausgetauscht. Und da könnten wir zwischendrin, dadurch, dass es ja dunkel angepasst ist, könnten wir halt zwischendrin... Ich muss das mal ganz kurz einklappen. Könnten wir halt zwischendrin dann auch mit den Baumarten hier das Ganze ein bisschen ausschmücken und so ein bisschen unterteilen. Also ihr seht schon, es passt viel, viel besser alles zueinander. Man kann mit Zäunen natürlich noch einiges machen. Ich bin da echt sehr gehypt. Wie gesagt, Bobby ist halt für mich eine ganz neue Geschichte. Weißt du, gibt es glaube ich seit letztem Jahr schon irgendwo. August ist sie glaube ich erschienen. Für mich ist das trotzdem eine ganz neue Geschichte. Also man kann da auf jeden Fall fleißig rumdekorieren. Das ist jetzt natürlich genau das. Ja, merkt euch das. Genauso, wo wir es machen. Ja, jetzt packt da mal ein LKW. Muss das so ein bisschen selber zusammenziehen, sonst haben wir Probleme. Ah, nee, das wollte ich nicht. So, da haben wir so eine Einfahrt hier auch gemacht. Finde ich eigentlich ganz schön. Ne? Dann gehen wir hier so durch. Hier rüber. Und ziehe ich hier komplett durch, ist die Frage. Habe ich jetzt gesnappt, ja. Dann haben wir hier die Einfahrt für das Gelände. Ja, da geht das so als ein Gelände auch durch. Da kriegt man das halt optisch irgendwie so ein bisschen aufgewertet. Ich werde es hier gerade mal ein bisschen mit den Dekorationen auch schon probieren, dass man natürlich auch andere Baumarten so ein bisschen an der Plantage schon verpflanzt, ne? Aber das wird am Ende auf jeden Fall nochmal auf uns zukommen. Ihr kennt das Spiel. Aber ich möchte euch ja auch ein bisschen was zeigen und ja, wie gesagt, ich probiere es halt auch und wenn es cool aussieht, so, dann lasse ich es drin. So, die haben jetzt halt natürlich keine Probleme. Das dürfen wir auf jeden Fall nicht vergessen. Wenn wir jetzt noch mal ein paar Fabriken machen, dann sollten wir hingehen und gucken, dass das natürlich hier dann die Eigenproduktion ist. Weil die gehen jetzt direkt in den Export. Hier exportiert Waldprodukte, ne? Weil wir das halt nicht eingestellt haben. Ne? Das ist halt das. Wir haben jetzt halt nicht genug Fabriken, die das halt benötigen. Und dann gehen sie halt in den Export. Und da müssen wir halt jetzt nachher noch durchgehen. Aber ich lasse das jetzt erstmal gerade kurz so laufen. Weil, ja, wie gesagt, stört uns nicht. Ne? Stört uns nicht. So, wir gucken mal. Ja, das vielleicht hier irgendwie aufschütten. Ich will hier so eine Etage irgendwie zwischen reinkriegen. Geht das? Geht das so ein bisschen? Weil hier sollen dann die Fabriken hinkommen. Ich muss das halt so machen. Meine Güte. Ich schaue gerade, dass ich das irgendwo so am Berg irgendwie entlang laufen lasse. Hier haben wir noch so eine Zwischenetage. So. Das heißt, hier geht es so runter. Hier kommt dann Wald hin. Und da oben kommen dann die Fabriken hin. Die uns leider so stromtechnisch wahrscheinlich wird das nicht funktionieren, oder? Ich habe jetzt das letzte Video. Das letzte, was ihr gesehen habt, das habe ich jetzt natürlich Forstindustrie genannt. Ist natürlich jetzt super. Ich habe jetzt absolut keine Ahnung, wie ich das Forst, wie ich das Video nennen soll, weil das ist ja auch Forstindustrie. Ich muss mal überlegen, ob ich das andere vielleicht noch umbenenne. Ich kann es noch umbenennen, ja. Aktuell kann ich das noch umbenennen, weil, ja, ich bin ein bisschen am Vorproduzieren. Muss natürlich immer so sein, deswegen wundert euch nicht, falls ihr irgendwie Tipps gibt. Ihr merkt das so ein bisschen, wenn ich drauf eingehe. Na, wie spät die Sachen dann eigentlich kommen. Das geht halt einfach nicht an. Also ich finde es ganz angenehm eigentlich, so wie es ist. Ich probiere natürlich nicht ganz so weit voran, das alles aufzunehmen.
Aber ja, ich glaube, wir haben da einen ganz guten Mix mittlerweile. Wir gehen in den äußeren Bogen. So. Das heißt für mich, ich kann jetzt hier hingehen und erstmal wieder nichts sehen. Jetzt wieder was sehen. Und kann jetzt hier mal mit Fabriken aufbauen, ne? Kann hier zum Beispiel sowas hinstellen. Kannst du, das mache ich mal ganz kurz im Pause-Modus. Ja. Nicht im Industriegebiet. Ist natürlich eine Meldung, die kann ich verstehen. Dunkelkammer. Ja, machen wir das so. Ich will jetzt erstmal alle kurz hier hinbauen. So. Stromtechnisch wird das eh nicht funktionieren. Das war fast klar. Da gehen wir aber hin und ich würde jetzt hier vielleicht so ein Zwischenstück, ne, dass man das so macht. Wir müssen eh mal stromtechnisch schauen. Ah ja. Wir sind, glaube ich, erst bei 90%. Ich bin immer noch sparsam, noch um 1,8 Millionen haben. Das musst du dir mal vorstellen, weißt du? Das ist immer noch so, oh ja, du. Hier hinten muss auch nochmal Strom hin, glaube ich. Weil das halt einfach von der Entfernung schon sehr weit ist. So, jetzt gucken wir mal, wie wir das vielleicht miteinander irgendwie anpassen. Dass das gut aussieht. Ich bin ja tatsächlich auch sehr, sehr viel im Pause-Modus unterwegs. Hier könnte man eigentlich dann rüberwandern. Wir könnten uns hier irgendwie noch was aufbauen. Lass uns das mal überlegen. Ich ziehe jetzt erstmal den weiter durch. Genau. Das passt. Werde jetzt hier geländetechnisch mal schauen. Es ist echt Wahnsinn, wie stark mich City Skylines gefesselt hat. Ich habe jetzt die letzten Monate, kann man schon sagen, habe ich ja eigentlich nur City Skylines gespielt auf Twitch. Jetzt kam ja auch dieses Projekt hier dazu. Ich hoffe, wir bezahlen das. Können wir das schauen, ob wir das bezahlen? Warte mal. Ah, nee, okay, so bezahlen wir es nicht. Ich habe ja da wirklich nur die letzten Monate hier City Skylines gespielt. Ich wollte mal gucken, einfach auch was, wie es sich so entwickelt dann auf Dauer, ne, wenn man halt wirklich bei einem Spiel so ein bisschen bleibt. Ne? Hat mich einfach interessiert auch. Bring jetzt aber auch wieder ETS ein bisschen mit rein. Ne, ich kann auch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen labern. Bring jetzt ETS wieder mit rein, freue ich mich auch sehr drauf. Wieder ein bisschen LKW fahren. Ich glaube, das ist ganz cool. Ne? Das habe ich so mir gedacht am Wochenende. Ist bei Twitch auf jeden Fall LKW-Tour angesagt mit der lieben Zack-Zack. Also mit der Spedition, die gibt es ja nach wie vor noch. Ne? Die habe ich ja nicht vernachlässigt, nur weil ich nicht gefahren bin. Und unter der Woche werde ich jetzt weiterhin City Skyline spielen. So habe ich mir das gedacht. Ich glaube, das ist so ein ganz guter Mix, so für Twitch. Und müssen wir mal schauen, wie das entwickelt. Aber ich glaube, das ist ganz cool, wenn wir das so machen. Freue ich mich auf jeden Fall schon sehr, sehr drauf, wieder ein bisschen in ETS unterwegs zu sein. Habe ich ja die letzte Zeit eh nicht gemacht. Aber die Lust war halt natürlich schon da. Aber wie gesagt, bei City Skylines halt, hat mich halt auch komplett gefesselt. Ich bin dadurch halt auch richtig ins Modding mit reingekommen wieder. Ja, die ganzen neuen Mods mal auszuprobieren auch, die ich jetzt hier auch mit reinbringe, ne? Also hat sich auf jeden Fall gelohnt, ja. Und dadurch haben wir jetzt hier ein super geiles YouTube-Projekt, wo ich halt auch ganz gut hinbekomme, das Ganze aufzunehmen. Deswegen muss ich halt immer ein bisschen vorproduzieren halt auch, aber ja. Das ist auf jeden Fall schon sehr, sehr geil. Ich habe auch super viel Spaß, als ich das gerne, die Sachen auszuprobieren. Gerade jetzt auch hier mit dem Transfermanager und mit Bobby und so. Das ist schon cool, das macht echt Laune. Gerade solche Sachen dann aufzubauen und hier halt viel rumzuprobieren, auch mit den Bäumen. Und ich finde das großartig. Das macht mir echt super, super viel Spaß. Jetzt haben wir hier so ein kleines Stück. Und ich finde es halt geil, dass wir halt auch mal so richtig ins Plus auch gehen. Ohne jetzt irgendwie effizient bauen zu müssen, ne? Kannst du mit dem Industrie-DLC, wenn du es richtig effizient baust, sage ich jetzt mal. Ist halt immer die Frage. Ist halt dann eher Kachelform. Da kann man schon sehr gut Geld verdienen. Aber jetzt halt einfach wirklich hübsch zu bauen, keine Rücksicht auf irgendwelche Effizienz zu nehmen und trotzdem halt über den Transfermanager das Ganze irgendwie doch miteinander zu verbinden und einzuschränken, was sie können und was nicht und so. Das ist schon echt sehr, sehr cool. Ja. Das gefällt mir. Das ist wirklich eine sehr, sehr coole Sache. Und jetzt muss ich mal schauen. Na, wir haben jetzt hier ein bisschen Forst. Wir haben hier die Ortschaft. Ich überlege, ob ich jetzt hier in diesem Bereich
wieder ein bisschen Ortschaft mit reinbekomme. Ah, das ist ein bisschen schwierig. Wir machen das mal so. Gehen hier mal rum. Ja, machen wir das so. Dann haben wir hier so ein Mauerstück und ich überlege gerade, ob wir hier natürlich dann gegenüber von der Forst auch so eine Ortschaft wieder reinkriegen, weil wie gesagt, komplett Forst werde ich jetzt hier nicht hinmachen, glaube ich. Aber mit einer Ortschaft dann ein bisschen das zu verbinden, ist das, glaube ich, ganz cool. Es muss ja, wie gesagt, keine große Ortschaft sein. Müssen wir mal schauen, wie das jetzt gleich halt auch aussieht. Na, dann nehme ich halt die komplett leere Straße, weil, finde ich, passt irgendwie doch am besten rein. So, und hier wird es dann schon schwieriger alles. Da können wir hier mit der kleinen Straße noch ein bisschen weitermachen. Na, können hier... Dann gucken wir mal, dass wir hier so ein bisschen Ortschaft hinkriegen. Jetzt müssen wir halt hier wieder mit dem Node-Controller hinterher. Das sind halt so Sachen, die sind wichtig, gerade an so einer Steigung. Damit es halt irgendwo nach was aussieht. Ja, und das ist halt mit den Häusern, wird das auf jeden Fall speziell aussehen, sagen wir es wie es ist. Ne? Aber ich würde gerne hier einfach so ein bisschen nach oben bauen. Es wird hier gerade richtig steil. Neigt das auch nochmal. Hier unten geht es tatsächlich noch, aber oben wird es echt steil. Die haben jetzt auch schon wieder nichts zum Verkaufen. Das ist nicht so schlimm, wie gesagt, da machen wir jetzt gleich. Wie gesagt, soll halt so kleine Ortschaften irgendwie darstellen, ob es gelingt. Mal sehen, das ist stark. Also ich habe ja hier bei YouTube, ich weiß gar nicht mehr, wie das Projekt hieß. Das ist auch gar nicht so lange her, war irgendwo Ende letzten Jahres. Bevor ich zu River County gewechselt bin, das Vorprojekt. Da habe ich ja auch so ländlich gebaut. Das habe ich ja dann irgendwo zu Ende geführt. Und habe ja da auch viel, also mit der eigenen Landwirtschaft probiert und so Zeug. Das hat mir auch echt viel Spaß gemacht, nur es war echt ein bisschen heftig dann. Ab einem gewissen Zeitpunkt. Aber hier muss ich sagen, passt mir das ganz gut eigentlich. Habe jetzt ja doch durch Twitch, tatsächlich auch durch viele Tipps von den Zuschauern, wo ich sehr, sehr dankbar bin, jetzt auch hier bei YouTube natürlich wieder fleißig Unterstützung eurerseits bekomme. Lerne ich halt auch immer wieder Sachen dazu, ne? Gebe auch ein paar Tipps weiter, ne? Aber im Großen und Ganzen lerne ich auch viel dazu. Ich bin ja keiner, der irgendwie bei YouTube sich City Skylines Sachen anschaut, auch bei Twitch tatsächlich nicht. Na, da bin ich eigentlich kaum unterwegs. Da schaue ich immer, wenn dann andere Spiele, die ich selbst halt mag, aber nicht spiele, ist da für mich immer interessanter. Und, deswegen bin ich da auch gar nicht so up-to-date, was eigentlich so alles möglich ist. Und deswegen bin ich da immer sehr happy, wenn dann Leute irgendwo mit ihrer Erfahrung dann, sag ich mal, dazukommen. Und dann halt ein wenig aushelfen. Ich probiere das jetzt hier einfach. Guckt euch, also das ist, guckt ihr das mal an. Guckt ihr jetzt mal an, wie krass dieses Ding hier neigt. Wahnsinn, oder? Denn was der Node-Controller einfach für ein wichtiges Tool geworden ist. Für mich auf jeden Fall, weil diese Wellen rauszubekommen, das ist nicht einfach. Ich weiß gar nicht, ob das möglich ist. Man kann die mit verschieben, kann man das ein bisschen abändern, aber es ist nicht, echt nicht einfach. Na, hier, das geht sogar noch. Na, hier ist so, ne, die, gerade weil das die größere Straße ist, aber eieiei. Also manchmal sieht es schon aus, guck mal, wie das hier, man sieht es sogar direkt von oben, ne, wie sich, weil das halt sich immer aufschüttet offiziell. Ah, das ist so angenehm. So, und ich habe ja hier tatsächlich, okay, das wird ein bisschen dauern. Ah, ich habe sogar Baustellen, ja, Baustellen sind wichtig. So, dass man ein bisschen Gran auch noch reinbekommt. Ist schon wichtig. Können wir eigentlich hier rüber machen, so. Ich wollte eigentlich, mal gucken, wie es gleich aussieht. Ne, Parkplätze wollte ich. Das ist jetzt natürlich, ne, aber das ist Parkplatzpack, das ist so ein bisschen scrolly-scroll. Aber ich habe hier irgendwo eine Kirche. Na, guck mal. Machen wir doch. Wundervoll, oder? Ja. Kann man so machen, wie gesagt.
bisschen das Gelände bearbeiten hier. Das dachte ich mir, dass das passieren könnte. Da hatte ich etwas Sorge vor. Kann ich hingehen? Das ist jetzt nicht so unüblich. Ah, das sieht jetzt halt hier unten. Ja. Ne, weil, wie gesagt, Gelände aufgeschüttet. Aber, ne, bin jetzt so nicht unzufrieden damit. Wenn man das ein bisschen tiefer setzt, so. Haben wir halt oben ihren Garten. So, wie gesagt, wir bauen ja den Garten und so nicht alles aus. Wir haben einzigartige Probleme. Wir haben einmal hier natürlich direkt was für Holz. Das ist die Bäckerei. Genau, da. Die Möbelfabrik, die können wir ja tatsächlich irgendwo hier, ne, wirklich ins Holzgebiet mit reinmachen. Die ist vielleicht ein bisschen größer hier. Das passt, glaube ich, nicht so rein. Ja, ich würde die mal hier so reinstellen. Meine Güte. Ja, schön, oder? No. So, wir müssen das natürlich hier mit ins Gebiet mit rein. Weil dann können wir nämlich ihr halt auch... Na, guck mal, wir können es auch so öffnen. Können wir ihr hier zum Beispiel sagen, kein Import ist schon mal wichtig. Und im eigenen Gebiet halt. Und der Export. So, wir machen die auf 150%. Jetzt pass mal auf. Ich muss mal ganz kurz was schauen. Weil wir haben die hier auch nicht auf 150. So, können wir nämlich machen. Genau, so, das heißt, wir haben jetzt hier natürlich Bretter und Papier, was wir bräuchten. Wir haben hier die Papierfabrik, die wir mal öffnen können. Ist das Papier? Ja, ist Papier. Und könnten der jetzt zum Beispiel halt auch ein Gebäude zuweisen, das haben wir ja letztes Mal schon gemacht, und weisen ihr einfach mal dieses Gebäude zu. So, check. Du bist... Ich weiß gar nicht, Sägemühle macht hier Ding. Schnittholz, genau, das ist das andere, ne? Genau, Schnittholz. Wusste ich. Mach mal Gebäude gleich. Bumm, zuweisen. So. Schnittholz, das ist alles Schnittholz und das ist Papier und das ist Papier. Dann würde ich tatsächlich so weit gehen und sagen, du lieferst noch hier hin und du lieferst noch hier hin. So, das heißt, ihr habt die Möbelfabrik hier drin und dann schauen wir mal, ob das auf Dauer mit 150% was werden kann. Ja? Wie gesagt, wir können ja immer wieder nachjustieren. Ist ja nicht unser Problem so, ne? Das ist schnell getan. Irgendwo eine Fabrik wieder aufzubauen oder noch eine weitere hinzuzufügen, das können wir machen. Wir machen erstmal drumherum das alles so. Und jetzt stellt sich mir halt die Frage, ob ich hier, ich könnte ja tatsächlich hier auch nochmal Papier und Schnittholz mit reinbringen, ne? Und Müll tatsächlich ist auch nochmal so eine Option, die wir vielleicht irgendwo angehen sollten. Da hatte ich ja überlegt, ob ich das vielleicht, ob ich hier vielleicht an dieser Stelle ein bisschen Recycling noch mit reinmache. Hatte ich das hier überlegt? Ja, gell? Verzeihung. Entschuldigung. Wir können über alles reden, ne? Das ist nicht so das Problem. Aber das ist inakzeptabel, eindeutig. Genau. Wo haben wir denn die Müllprobleme so extrem? Nicht, dass ich irgendein Gebiet vergessen habe. Ne, hier ist... Hä? 22, hier hinten wahrscheinlich, oder? Yes. Ach so. Ja, nee, das ist tatsächlich, da bin ich aber auch selbst dran schuld. Da habe ich mich gar nicht wirklich drum gekümmert. Schande über mein Haupt. Wir lassen den mal hier auf jeden Fall in diesem Gebiet herumreisen. Da bin ich selbst dran schuld. Genau, und Müll haben wir eben da in die Richtung auch nicht zugewiesen. Der Rest hat halt wirklich die Müllzuweisung. Hm. Das ist schwierig jetzt, ne? Also ich muss jetzt erstmal schauen, wie hier Recycling aussieht in dem Fall. Ich muss eh irgendwo mal noch mehr Müll aufbauen. So. Das heißt, wir werden dich mal zuweisen. Bist du in einem Distrikt? Ja, ne? Ich Versammlung, Recycling ist auch so verkauft. Das mit dem Verkauf, das ist echt cool eigentlich.
Ich müsste praktisch Apfel sammeln und müsste ich dann Elisabeth Platz mit reinnehmen, ne? Elisabeth. So, und hier gehe ich in den Export. Ist das richtig? Ja, das war super. Das war das, wo ich schon mal zugewiesen habe. Den anderen lasse ich offen. Jetzt möchte ich eine Sache mal schauen, weil wir letztes Mal ja ein bisschen geguckt haben. Der Import hat sich tatsächlich nicht verändert. Und dann haben wir hier so Baumsetzlinge. Dann... brauchen wir halt das Instandhaltungsgebäude eigentlich auch noch. Machen wir hier hoch. Das ist tatsächlich sehr, sehr wild. Da würde ich tatsächlich die Nadelbäume nehmen, weil die ineinander richtig verschmelzen. Guckt euch das an. Sieht halt wie ein Stück aus. Es wird halt dann sehr interessant, wenn wir dann die Bäume drumherum setzen erst. Ich glaube, davor ist es noch nicht so ganz speziell. Dann würde ich hier gerne... ne, das war... hallo? So ein bisschen Unterkünfte hier oben hinbauen. Zwei Stück eigentlich. Kann man die Effizienz noch ein bisschen steigern. Das mal so. Also viel mit Move, also viel platziere ich halt immer erst und dann ändere ich das alles noch und ja, das irgendwie habe ich mich so an diese Bauweise gewöhnt. Bin halt ein Gewohnheitstier, ja. Oh, gehen wir hier nochmal ein bisschen runter. Das heißt, das funktioniert soweit. Da können wir dann, ne? Ich dich den Export verbieten. Ich habe jetzt echt keine Lust, dass mir die ganze Zeit diese LKWs hier durch die ganze Stadt donnern. Schön, wenn die dann in ihrem Bereich draußen bleiben, ne? Das ist, wenn die hier miteinander dann irgendwo gerne da Händchen halten sind. Das ist okay, aber wenn die dann irgendwann... unten noch rausfahren, so, da habe ich nicht so Lust. So. Genau, das heißt, das haben wir soweit. Unterkünfte haben wir. Wir brauchen allerdings mehr Fabriken wieder. Ich finde ja die klasse. Also ich mag die Fabrik hier. Das ist so eine meiner Lieblingsfabriken. Weil die halt einfach so raussticht auch. So. Also gerne direkt mit dem Transferkonto. Ich denke immer, der ist angeklickt. Weiß nicht, für Leute, die den vielleicht auch benutzen. Ich weiß nicht, ob der jetzt schon so verbreitet ist, weil der ja auch ziemlich neu ist. Aber ich denke immer, der ist angeklickt. Also ein bisschen ein Problem, ja. Also das heißt, wir haben hier oben nochmal ein bisschen Forst. Dann würde ich hier auf... der Seite würde ich nochmal einen Feldweg reinbauen. So. Das ist dann zu Ende, ne? Das ganze Ding ist halt immer so wellig. Mag das nicht so gerne. Also wenn der Zaun so wellig ist, so, das ist nichts, was irgendwie optisch schön aussieht. Dann gucken wir mal. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier mit, wie heißt denn? Hier mit, den... ach, Silos, mit den Lagern, ob ich damit arbeiten möchte. Hier haben wir die Erlen. Bob, der Meister. Der ist auf jeden Fall, die Erlen sind noch nicht geändert. So. So. Ich würde sagen, eins fehlt da noch. Es ist je nachdem, ich weiß nicht, wie es sich zusammensetzt. Von der Aufteilung her. So, dann machen wir das auf die Weise. Auch jetzt abgeändert. Sieht auch schöner aus. Und, achso, jetzt mal hier wieder. Das machen. Und dann würde ich gerne die Setzlinge hier neben dran setzen, weil die tatsächlich auch
weiß nicht, vom Optischen immer mal wieder so ein bisschen Abwechslung mit reinbringen. So wie das Gewächshaus, ne, für die Ding. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. So, dann machen wir direkt halt wieder die Sache, damit wir das, wie gesagt, halt immer direkt haben. Ja. Das sieht nicht schlecht aus. Das sieht nicht schlecht aus. So, jetzt haben wir hier die Ding. Es ist halt jetzt schwierig, wie gesagt. Wir sind jetzt hier oben an dem Berg. Ich denke mal, auf dem Berg kommt noch irgendwas drauf, ne? Gehe ich jetzt schwer von aus. Wir haben jetzt hier geländetechnisch noch mal ein bisschen was mal nachreichen müssen. Also ich mach gerne so Stufen rein. Ich weiß noch nicht, vielleicht kommen ja Ideen von eurer Seite, was wir mit dem Berg machen können. Ich habe jetzt tatsächlich noch keine Idee, so am Berg entlang. Werde ich hier wahrscheinlich das nochmal so ein bisschen weiterziehen. Aber sonst, ja, was dann auf dem Berg kommt und so, das weiß ich halt echt noch nicht. Da habe ich noch keinerlei Ideen. Das ist viel zu steil, um hier die Ortschaft weiterzubauen. Leider. Jetzt immer ein bisschen gucken, wir überziehen jetzt schon wieder fast. Also ich werde jetzt hier noch so eine Serpentine nach oben ziehen. Na. Ich habe jetzt mittlerweile hier auch 38 Tools immer offen. Ey. Das ist ja Wahnsinn. Also so hier auf dem Bildschirm. So. Dann haben wir das schon mal so weit angedacht. Und ich würde jetzt halt gerne noch so ein bisschen mit dem Brush durchgehen. Und wir nehmen alle, ja. Wir nehmen hier auf jeden Fall alle. Probieren das alles hier so ein bisschen reinzubekommen. Und hier einfach auch schon mal, ich glaube, kleiner ist besser, hier ein bisschen den Wald so durchzusetzen. Ich mache die Stärke einfach noch ein bisschen, ne. Ein bisschen die Ortschaft integriert. Welche nehmen dran nochmal? Wie gesagt, ich glaube, ihr nehmt mir das nicht böse, weil irgendwo sind wir jetzt zeitlich schon immer am Überziehen. Jetzt überlegen wir, wir setzen die Bäume alle noch einzeln. Das wäre halt schon nicht ohne. Na, und dann haben wir das soweit. So ein bisschen auf jeden Fall angepasst. Es ist halt links und rechts überall noch Baustelle, Berge und so, wo ich noch nicht weiß, was ich machen soll. Das ist, dadurch, dass halt alles clean ist und alles weg ist, ist das nicht ganz so einfach, sich das natürlich irgendwie, sich vorzustellen, was man da machen könnte. Probiere ja trotzdem sehr, sehr viel mit offiziellen Assets zu arbeiten und jetzt nicht, oder sehr, sehr wenig halt auf den Workshop Sachen zurückzugreifen. Ja. Um das vielleicht euch zu ermöglichen, auch solche Sachen irgendwie zu übernehmen und nachzubauen. Na, vielleicht macht man das ganz gerne. Und ja, wie gesagt, ich bin tatsächlich sehr, sehr zufrieden. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall ordentlich Forstindustrie nach oben gebaut. Eieieiei. Das sieht schon cool aus, ja. Es schlängelt sich so das Tal nach oben mit den Straßen. Wir haben hier so eine kleine Ortschaft mit drin, ne, mit einer Kirche. Die wird wahrscheinlich nochmal ein bisschen größer werden nach und nach. Und ja, hier oben ist dann irgendwo Ende, ne? Das heißt, vielleicht nochmal ein, zwei Plantagen so nebenbei. Vielleicht mache ich das so einfach für mich dann. Vielleicht hier nochmal ein bisschen Ortschaft. Oder wir machen das zusammen. Wie gesagt, das ist ja eigentlich so ein fast ungeschnittenes Projektchen für euch, ne? Deswegen ist es, glaube ich, doof, wenn ich dann selber irgendwie anfange, wieder zu werkeln. Und dann müssen wir mal schauen, wie gesagt, Berg. Keine Ahnung, was wir da oben machen sollen. Leider. Ich hätte gerne noch irgendwo eine Idee. Aber vielleicht kommt da von eurer Seite aus was. Das nächste Mal werden wir auf jeden Fall hier in dieser Stadt wieder sein und gucken, dass wir hier natürlich uns ausbauen, dass wir Wohnhäuser dazu bauen. Dass wir gucken, wo wir dann halt wieder kleinere Häuser hinsetzen, weil, wie gesagt, so die großen Häuser wie hier, das soll ja nicht so regelmäßig werden. Ich muss sagen, es gefällt mir sehr gut von den Häusertypen her. Es ist nicht zu groß, also es wirkt cool, wie es sich entwickelt hat bis jetzt. Aber wir sind halt, glaube ich, noch nicht Stufe 5. Da habe ich noch ein bisschen Sorge vor, aber ich hoffe, es bleibt so in diesem Stil. Und dann gucken wir mal, ja. Dann gucken wir mal. Ja, falls es euch aufgefallen ist, ich habe die Wolken ausgetauscht. Die anderen Wolken, die gibt es nicht mehr. Keine Ahnung, die machen bei mir irgendwie eine Fehlermeldung hier überall hin. Das
ja, deswegen habe ich die erstmal ausgetauscht. Vielleicht sind es nächstes Mal wieder die anderen, aber ich denke mal, das stört jetzt nicht so. Es sieht ja auch ganz nett aus, ne? Und ja, guckt euch mal an, was wir hier noch zu bebauen haben. Das ist Wahnsinn. Und ja, solange es bei euch natürlich Interesse weckt, das Projektchen, macht das mir natürlich auch viel, viel Spaß und motiviert dann hier am Ende vielleicht sogar die ganze Karte bebaut zu haben. Ja, mal gucken, wie weit wir kommen. Mal gucken, was wir draus machen. Und ja, wir kommen ja doch ganz gut voran. Schaut es euch an. Sieht doch schön aus. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, ja. Und gerne auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Würde mich sehr, sehr freuen. Würde mich auch über eine Bewertung freuen und natürlich über einen Kommentar, falls euch irgendwas eingefallen ist. Und ja, einfach eure Ideen mal teilen möchtet, dann rein mit euch. Oder wenn ihr Fragen habt, gerne auch mal raus damit. Probiere ich so gut wie möglich auch über die Kommentare zu beantworten. Ja, genau. So sieht's aus. Wir haben ein bisschen gequatscht. Wir kamen gut voran. Und ja, hoffentlich gefällt's euch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüssi.